Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier rede ich wieder über die Top und Flops, die ich gelesen habe, beziehungsweise dreht sich jetzt wieder um meine Rezi-Exemplare. Ich habe nämlich von Altraverse, Kela und das letzte Geleit zur Verfügung gestellt bekommen in dem Blogger-Paket. Also vielen Dank dafür. Da könnt ihr auf Instagram dann sehen, ja, wie das Ganze aussah. Es war auf jeden Fall super, super schön gestaltet. Und wir haben hier den ersten Band und ich finde natürlich die Aufmachung, wie man hier sehen kann, die ist super, super schön. In Erstauflage haben wir auch diesen Shoujo-Star, den ich euch auch zeigen kann. Dann habe ich hier auch ein super, super schönes Motiv, muss ich sagen. Die Aufmachung ist auch super, super schön. Wir haben hier das Logo von der Helsheimer AG. Erzähle ich gleich mehr drum. Wir haben Farbseiten. Das ist super, super schön gestaltet. Allgemein, der Zeichenstil von Susanne ist noch viel, viel schöner als in Green Garden. Sie hat sich da auf jeden Fall super verbessert und es ist alles noch dynamischer geworden. Es ist natürlich immer noch sehr niedlich und man erkennt natürlich, ja, dass sie es gezeichnet hat, aber allein das hier, schaut es euch an. Ich finde, sie hat es auf jeden Fall geschafft, dass die Charaktere erwachsener aussehen. Natürlich sehr, sehr süß, aber trotzdem finde ich, auf jeden Fall kann man hier eine deutliche Steigerung sehen und auch allgemein vom Zeichenstil her einfach ein Träumchen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Was leider passiert ist, in der ersten Flagge hinten am Klappentext sind super, super viele Fehler drin. Das ist super, super tragisch und ärgerlich. Sicher hat da jemand drüber gelesen. Also Leute, das passiert, ob es jetzt die Druckerei versemmelt hat oder wer auch immer. Fehler passieren, wir sind Menschen und wir sind keine Maschinen, dementsprechend passiert das. Natürlich ist es ärgerlich, aber es kann passieren. Es kostet 8 Euro und ab dem 01.01.2024 kostet es dann 10 Euro. Also solltet ihr dann, wenn ihr es jetzt nochmal für einen vergünstigten Preis haben wollt, jetzt zuschlagen. Vielleicht wartet ihr die zweite Auflage ab. Es geht auf jeden Fall darum, wir haben Kela und die hatte einen Zwillingsbruder, der in jungen Jahren verstorben ist an einer Herzkrankheit. Er ist dieser Erlegern und natürlich, das ist super, super schlimm, wenn ein Mensch so früh stirbt. Natürlich allgemein ist es schlimm, wenn jemand stirbt, aber in so jungen Jahren, wenn du da aus dem Leben gerissen wirst, sehr, sehr tragisch und für die Familie ist auch sehr, sehr schwer. Und ja, Kela ist eben ja, davon sehr getroffen und sie kommt damit nicht so wirklich gut klar, da Abschied zu nehmen und mit der Trauer. Und es ist eben so, sie bekommt mit, dass es diese Helsheim AG gibt. Und diese AG begleitet oder geleitet die Menschen ins Jenseits, wenn sie gestorben sind. Und dann dachte sie sich, wenn sie Kontakt zum Jenseits bekommen kann, dann könnte sie ja vielleicht wieder mit ihrem Zwillingsbruder Kontakt aufnehmen und möchte in die Helsheimer AG gehen, um dort eben ja möglicherweise wieder Kontakt mit ihrem Zwillingsbruder aufzunehmen. Und so kommt die Geschichte eben ins Rollen. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend gewesen. Der Lesefluss war deutlich besser als in Green Garden, hat mir viel besser gefallen. Da hat Susanne auf jeden Fall weiter was dazugelernt. Aber ich finde natürlich, man hat immer Luft nach oben. Das ist immer so. Man möchte ja nicht stehen bleiben. Ich bin super gespannt, wenn wir jetzt hier schon so eine Steigerung haben, wie sich Susanne noch entwickeln wird in der Zukunft. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt, weil die Geschichte mir gefallen hat. Sie war interessant, sie war spannend, witzig. Aber ja, ich kann noch nicht allzu viel sagen, einfach weil wir noch mehrere Bände bekommen. Es ist ja kein Einzelband, sondern es ist der erste Band der Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände das werden sollen, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und allgemein die Thematik mit dem Tod, da traut sich Susanne wirklich was. Ich finde allgemein, die Mangaka, die traut sich enorm viel. War ja auch mit Green Garden so, mit dem Thema Energie und sowas. Es ist ja jetzt nicht irgendwie einfach nur eine Romance-Story, sondern da ist immer so ein Stückchen Tücke dahinter, was sehr, sehr interessant und spannend ist. Und das finde ich immer klasse und da traut sich echt was. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Band von Kela. Dann habe ich meine Zusammenarbeit mit China Books begonnen und sie haben mir netterweise zwei Reihen zur Verfügung gestellt. Wir beginnen mit Die Ballade von den Himmelsstürmern. Und da habe ich die ersten zwei Bände zur Verfügung gestellt bekommen. Also schaut euch diese wundervollen Cover an. Damals mit Nani hatte ich ja schon drüber geredet.
hatte uns auf jeden Fall schon echt angesprochen, vor allem der Zeichenstil. Es ist einfach so, so traumhaft schön. Und die Aufmachung, Leute, die ist wundervoll. Ich zeige es euch jetzt hier exemplarisch an Band 1 am besten, oder? Dann nehme ich euch da nichts vorweg, dann könnt ihr es bei Band 2 selber noch entdecken. Wir haben hier Band 1 und es ist eben ein Umschlag. Also den könnt ihr dann wegmachen. Und so, also ich zeige euch kurz diesen Umschlag. Der ist auch sehr, sehr dick. Also jetzt nicht irgendwie lommelig oder so. Also sehr, sehr hochwertig. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch Informationen, ja, die ihr euch durchlesen könnt. Hier haben wir dann Band 2 und Band 3 abgebildet mit einer schönen, schicken Zeichnung da unten noch. Und ja, hinten natürlich eben den Klappentext. Und wenn man das Ganze dann anschaut, haben wir hier das eigentliche Buch, also das gebundene Buch. Das sieht so aus, recht schlicht, aber ich finde das vor allem so, so schön hier mit diesen Sternenbildern. Ich liebe Sterne, ich finde Sternbilder super, super schön. Allgemein habe ich mir schon überlegt, ob ich mir so eine Wand mache mit so Sternenbildern. Ich finde sowas super, super schick. Auch sehr, sehr hochwertig ist es, weil es natürlich in Vollfarbe ist. Die Seiten sind dicker. Und sie kleben nicht aneinander. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ist ja oftmals so, wenn es mit Farbe ist, ist es so ein bisschen klebt. Aber hier ist es auf jeden Fall gar nicht so. Und die Zeichnungen, die sind halt einfach wundervoll. Allgemein, der Zeichenstil ist sehr, sehr malerisch. Ich finde, das ist wie so eine Traumwelt. Hier haben wir die Protagonistin, die weibliche. Und vielleicht finde ich hier direkt noch den männlichen Protagonisten, den ich euch kurz zeigen kann. Auf jeden Fall ist es ein so schöner Zeichenstil, der das ganze Werk einfach nochmal viel, viel fantastischer macht und das Ganze abrundet, dass es einfach noch viel besser rüberkommt. Hier haben wir den männlichen Protagonisten. Schaut es euch an, es ist so malerisch. Und es sieht jetzt so aus, als ob man hier relativ wenig Text hat, aber man liest schon ein Stückchen an den Bänden, so ist es nicht. Also der Preis von 16 Euro, 16 Euro ist echt, ist ein sehr, sehr guter Preis für diese schöne Aufmachung. Ich habe wirklich ein Stückchen dran gelesen und ihr wisst ja, ich bin allgemein relativ schnell beim Lesen. Nicht gewollt, es ist halt einfach mein Lesefluss. Und was ich auch sehr gut finde, dass man die Umschläge auch richtig schnell wieder dran bekommt, weil bei Crunchyroll habe ich das so, dass ich dann teilweise da rumfummeln muss, bis ich die Umschläge wieder dran habe. Und das ist hier halt gar nicht so. Und das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und es geht eben darum, dass wir eben zwei Zwillingsgeschwister haben, die in einem königlichen Palast eben auf die Welt kommen. Und das Mädchen von den beiden wird eben mit 6 Fingern geboren. Und das ist ein schlechtes Omen. Und demnach soll der Kaiser das gar nicht sehen, dass sie eben mit 6 Fingern auf die Welt kam. Deswegen wird sie verschwiegen und ja, sie werden getrennt. Demnach, das ist so die Prämisse, beide Zwillinge werden getrennt, leben an zwei verschiedenen Orten, haben zwei verschiedene Schicksale. Das Mädchen lernt Kampfkunst und der Junge lernt die Magie. Und das sind natürlich schon zwei grundsätzlich verschiedene, ja, Dinge. Und das finde ich eben so toll, dass wir eben zwei Schauplätze haben, aber wir wissen, die zwei sind miteinander verbunden, weil die beiden so Telekinese machen können. Also sie können sich mit Gedanken unterhalten. Und es finde ich so cool, einfach, du hast zwei verschiedene Orte, aber trotzdem irgendwie ein Verbund zwischen diesen zwei Orten, weil man eben ja diese Telekinese hat. Und allgemein, es ist actionreich, es ist teilweise schon komplexer. Wir haben viele Charaktere, aber wir haben auch eine Charakterübersicht, die ihr unbedingt nutzen solltet. Bleibt da dran. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man das dann auch nutzt, wenn man es schon hat, weil man das leider nicht so oft hat. Deswegen finde ich das super, dass Shinerbooks das hier eingebaut hat, beziehungsweise dass es das gibt. Und mir hat auf jeden Fall Band 1 und 2 schon echt Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, wie es dann in Band 3 weitergeht. In Band 2 schon sehr, sehr viel Kampf passiert und echt ein Cliffhanger passiert und ich dachte so, oh nein, ich möchte weiterlesen, aber ich denke, Band 3 lässt nicht mehr allzu lang auf sich warten, hoffe ich. Und ich habe auch eine Leseprobe von Band 3 schon bekommen, also da bin ich sehr, sehr froh drum, dass ich jetzt wenigstens ein bisschen damit abgespeist wurde und die Badezeit ein bisschen versüßt wurde. Auf jeden Fall
Ja, die Ballade von den Himmelsstimmern hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und zu guter Letzt wurde mir zur Verfügung gestellt die Klingen der Wächter 1 bis 3. Also vielen, vielen Dank. Das war ja schon so eine Reihe, und die bin ich ja schon sehr, sehr lang rumgeschlichen, da ich ja Vagabond liebe, Lone Wolf and Cub. Und man merkt wirklich, dass ja Leute, die diese Reihen mögen, Klingen der Wächter genauso lieben werden. Es ist wirklich ein wundervolles Werk, das so Spaß macht, und ich möchte weiterlesen, und ich freue mich, dass ich irgendwie noch Bände vor mir habe und nicht jetzt irgendwie ewig warten muss, sondern ich kann sie mir jetzt halt besorgen. Hier haben wir Band 1, und ich, dieses Cover kennt ihr doch, oder? Das hat doch bestimmt jeder schon gesehen jetzt. Hier könnt ihr das sehen von Band 1. Und es kostet 14,90 €, sie sind empfohlen ab 16. So sieht es von hinten aus. Also recht schlicht, aber ich finde das echt, echt schön. Wir haben hier natürlich auch eine Klappenbroschüre. Also finde ich auch immer sehr hochwertig. Ich liebe Klappenbroschüren. Hier haben wir dann etwas über den Autor als Informationen. Und hinten ja, hat man dann noch von Prominenten, zum Beispiel von Rumiko Takahashi, was sie dazu sagt. Zum Beispiel, sie sagt, die Figuren sind ungemein faszinierend. Die Handlung rauscht im rasanten Tempo an dem Windgleich vorbei. Es strotzt aber nur so vor interessanten Einfällen. Es lässt sich absolut nichts finden, was man bemängeln könnte. Und Leute, sie hat Ranma gemacht. Sie hat Inuyasha gemacht. Sie hat auf jeden Fall Ahnung von Geschichten, und ich kann es unterschreiben schon mal vorab. Der Lesefluss ist wirklich richtig toll. Man ist die ganze Zeit am Lesen und denkt sich so, ich kann das einfach nicht aus der Hand legen. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und allgemein auch die Zeichnungen sind so, so gut und so, ah, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die sind echt toll. Sehr, sehr detailliert. Sehr viel Farbe wurde verwendet, also sehr viel schwarze Farbe, was das alles noch hochwertiger macht, weil schwarze Farbe ist teuer. Und es ist actionreich, sehr, sehr brutal. Ich mag das. Es ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Die Kämpfe, die kann man super gut verfolgen. Und es ist einfach super, super unterhaltsam gewesen. Die Charaktere finde ich auch sehr cool. Es hat mich am Anfang so ein bisschen an Lone Wolf and Cub erinnert. Es ist natürlich auch davon inspiriert. Sehr, sehr viele Dinge sind von Lone Wolf and Cub inspiriert. Wir haben Daoma, den Protagonisten. Ich habe ihn wahrscheinlich falsch ausgesprochen, den man hier sehen kann. Und er hat eben ein Kind. Und das hat er eben immer dabei. Und er ist ein Auftragskiller und ein Geleitschutz. Bedeutet, er ja, beschützt eben gewisse Leute von einem zum anderen Ort. Also er bringt die dann dahin, dass denen nichts passiert. Und so verdient er eben sein Geld. Aber ja, er wird auf jeden Fall auch von anderen Leuten verfolgt, die sehr, sehr viel Macht haben, sehr, sehr viel Geld haben. Und er muss immer, ja, Acht geben, dass er nicht in Schwierigkeiten kommt. Er lebt ein sehr, sehr gefährliches Leben eben mit seinem Kind, eben wie zum Beispiel in Lone Wolf and Cub eben auch. Und er trifft auf die unterschiedlichsten Menschen, die ja auch wirklich tolle Charaktere haben, Persönlichkeiten sind. Und ja, allein schon in Band 2 und 3, die Geschichten, die da erzählt wurden, super emotional, wenn ich daran denke, die Geschichte von der weiblichen Protagonistin, die übertrieben cool ist, und ich werde sie schon so feiern, weil diese Frau, wenn sie auf ihrem Pferd reitet, das ist einfach wunderschön. Und die Geschichte mit ihrem Vater, das war super emotional und herzzerreißend. Die Bände, hier haben wir noch Band 2, und ich zeige euch kurz noch Band 3. Das ist ja auch noch ein weiterer Charakter. Es bleibt spannend, Leute, und ihr werdet weiterlesen wollen. Also sucht euch auf jeden Fall ein paar Bände zusammen, kauft vielleicht nicht nur Band 1, sondern vielleicht schon Band 1 und 2, dass ihr einfach so ein bisschen Puffer habt, und dass euch der Lese, ja, Stoff eben nicht ausgeht, weil das wäre super, super schade. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Bände. Ich finde das Ganze, die ganze Thematik toll. Die Action, die Zeichnungen, allgemein die Charaktere sind ja sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wie es dann noch weitergeht und ob unsere Charaktere da so heil rauskommen, weil ich glaube, hier könnte ja mal auch passieren, dass jemand von uns geht und vielleicht dann nicht einfach wiederkommt. Aber ja, ich kann es euch ans Herz legen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, habt ihr die Reihe schon gelesen? Nun sprechen wir über den dritten Band von Blue Box, der mir zur Verfügung gestellt wurde von Carlsen. Und da war ich auch wieder super gespannt. Hier steht Hau drauf, das ist der Titel zu Band 3.
Und ich liebe Blue Box. Es ist so eine tolle Reihe, die macht mir so Spaß. Wenn ihr Sport mögt, wenn ihr Romance mögt, habt ihr hier die perfekte Kombination in eine Reihe gepackt. Und auch der Band war wieder super, super schön. Wir haben Charakterentwicklung, wir haben wieder neue Ereignisse, die passiert sind. Leider wurden mir einige davon schon auf Twitter gespoilert. Bin ich durchgescrollt durch meine Timeline und dann stand genau das drin, was im Band passiert. Und ich dachte mir nur so, Mano, warum, Leute? Spoilert mich nicht. Aber es ist auf jeden Fall etwas passiert, etwas, ja, ein Tiefschlag. Jetzt geht es ein Stückchen nach unten. Also jetzt nicht, dass der Manga schlecht wird, sondern die Ereignisse, die dort sind, sind ja für einen gewissen Charakter nicht so toll. Dementsprechend hoffe ich, dass es für ihn jetzt bald wieder bergauf geht. Aber wenigstens geht es vor allem in der Beziehung voran. Die Charaktere finden jetzt langsam zueinander. Und ich liebe hier diese Art von Love Triangle, weil wir haben halt auch eine Rivalin. Aber die mag ich auch total gerne. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall, wie es weitergeht. Also Blue Box ist auf jeden Fall eine Romance-Reihe, die mich sehr, sehr begeistert. Und ich freue mich immer, dass ich da weiterlesen kann. Die Zeichnungen, die sind auch einfach wundervoll. Ich liebe auch Shinatsu als Protagonistin. Und einfach das Zusammenspiel der ganzen Charaktere. Ich kann euch jetzt kurz hier nochmal eins zeigen. Also schaut euch diese Zeichnungen an. Das ist einfach ein Träumchen. Und die Aufmachung ist auch super, super schön gemacht. Und in der Erstauflage, Leute, habt ihr hier hinten dieses schimmernde, diese Folierung. Ist auch auf dem Cover. Da muss man natürlich schnell sein. Kostet 7,50 € in der Erstauflage und ist ein Slice of Life. Aber wie gesagt, Sportromance ist da auch mit drin. Also ich freue mich sehr auf den nächsten Band. Nun geht es weiter mit einem Boys Love-Titel von Hayabusa, der mir auch zur Verfügung gestellt wurde. Also vielen Dank. Ich liebe es ja einfach, Boys Love-Titel für euch zu rezensieren, weil ich einfach, ja, ein bisschen picky bin bei Boys Love. Aber dieses Cover hatte mich ja damals schon angesprochen. Kommt mir direkt hier die SNS-Card entgegen in der Erstauflage. Leute, also seid hier schnell. Die lege ich kurz zur Seite. Also wie gesagt, das Cover finde ich so unglaublich schön hier mit den ganzen Verschnörkelungen und ja, mit den Charakteren. Es ist einfach wunder, wunderschön. Und ja, also auch von den Zeichnungen kann ich schon mal sagen, hat es mir sehr gut gefallen, auch wenn ich finde, es gibt deutlich schönere Zeichenstile. Aber ja, also ich kann euch hier mal kurz was zeigen. Hier sind die Zeichnungen, sind recht schlicht. Also, es gibt Stellen, wo ich es schöner finde und an gewissen Stellen dann wieder, ja, in Ordnung. So kann man hier sehen. Hier finde ich es zum Beispiel sehr schön. Hier wieder etwas weniger. Aber ja, wie gesagt, ich muss sagen, was mich ein bisschen stört hier hinten ist bei dem Klappentext. Es wurde sich eben entschieden, hier einen Formsatz zu verwenden. Also praktisch zwei verschiedene Spalten. Also der Klappentext, den müsst ihr von hier trotzdem hier weiterlesen, weil wenn ihr jetzt hier weiterlest, da gibt es halt keinen Sinn und es wurde dann halt durch diesen Strahl hier, durch diese Verschnörkelung unterbrochen und ja, ist ein bisschen schwierig zu lesen. Aber es geht auf jeden Fall darum, wir haben Mahoro und Azuma und jetzt muss ich kurz gucken, dass ich sie nicht verwechsel. Azuma ist der Beta und Mahoro ist der Omega. Das ist nämlich ein Titel im Omega-Verse. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist eben so, dass die Omegas so eine Brunst entwickeln in einer gewissen Zeit und dann können die so einen Hämmer dagegen nehmen. Sie können auch schwanger werden im Omega-Verse. Die Alphas sind sozusagen die stärksten, intelligentesten und so, die sehr hoch angesehen sind. Und die Betas sind so der Rest, so die Mittelschicht, würde ich sagen. Das sind so am meisten von der gesamten Bevölkerungsmasse. Und es ist eben so, dass in dieser Brunst, wenn die Omegas halt diese Brunst haben, die Alphas und Betas sich davon von diesen Hormonen und ja, Gerüchen angezogen fühlen. Und ja, man kann sich dann denken, was dann passiert. Auf jeden Fall ist das eben das Omega-Verse. Und das ist auch ein Titel im Omega-Verse. Und hinten sind es drei von vier Flammen.
Und es ist empfohlen ab 18, da kostet 9 Euro. Und was ich auch super toll finde, ist jetzt hier mittlerweile diesen QR-Code, den Hayabusa eingeführt hat bei Einzelbänden, Erstbänden und sowas, wenn es verschweißt ist, dass man dann hier sich die Leseprobe spart und in den Manga reinlesen kann, ohne dass man das Verschweißte aufmachen muss. Genau. Ja, es geht eben darum, dass eben in dem Fall war es Azuma, der auf Mahoro getroffen ist. Mahoro hatte sich nämlich am Fuß verletzt, saß auf einer Treppe und er hatte ja recht wenig an, es war recht kalt, deswegen hat ihm er vorgeschlagen, ob er denn zu ihm gehen könnte, weil es ja draußen sehr, sehr kalt ist. Und der Omega, dem Fall, hat ihm eben erzählt, dass er durch einen Brand alles verloren hat, seine Klamotten, sein Geld und sowas. Und schnell kommt eben raus, ja, was er jetzt arbeitet. Und er arbeitet eben in einem, nennt man das, Freudenhaus? Also, ja, er prostituiert sich in dem Fall und verdient eben so sein Geld. Dementsprechend war ich direkt so ein bisschen so, okay. Es ist, glaube ich, kein sanfter Boys Love, weil es ging halt direkt auch zur Sache. Und jetzt ist es halt so, dass wir sofort erfahren, dass der andere Protagonist eben noch Jungfrau ist, dementsprechend damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Wir erfahren auch, dass er damals in ein Mädchen verliebt war. Aber jetzt, da diese eben aufeinandertreffen, konnte man sich denken, okay, es sind Boys Love, die beiden, da wird sich was entwickeln. Und es passiert auch recht schnell, dass die zwei miteinander eben schlafen. Und man sieht in den expliziten Szenen jetzt nichts Krasses, also jetzt irgendwie keine Geschlechtsteile oder so, aber ich würde trotzdem sagen, es ist kein sanfter Boys Love. Das könnte ich hier nicht erwarten. Das könnte man jetzt vom Cover erschließen, aber es passiert schon einiges da drin. Ich meine, es sind 4 von 5 Flammen. An sich kann man die Geschichte, wie kann ich die vergleichen mit Bitte melde dich, heißt die Serie, glaube ich, wo so eine Frau durch die Welt reist und Leute befragt, in der Umgebung und Hinweise sucht, weil unser Omega sucht eben seinen Seelenpartner, weil dort ist es eben auch so, dass du einen Schicksalspartner, so einen Seelenpartner hast, mit dem du perfekt harmonierst. Und das ist jemand aus seiner Kindheit, den er leider verloren hat, beziehungsweise den Kontakt nicht mehr zu ihm hat und ihn jetzt schon immer sucht. Und unser Protagonist, der Beta, hilft jetzt dem Omega, diesen Schicksalspartner wiederzufinden. Und deswegen, ich fand das eigentlich ganz cool. Das war der Aspekt an dem Manga, den ich echt gerne mochte. Ich mochte auch die Charaktere. Ich hatte Spaß an der Geschichte und letztendlich war es auch ganz knuffig. Aber ja, ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Aber an sich war der Band ganz cool und ja, Leute, die so die Sendung Bitte melde dich und wie auch immer heißt, ihr wisst, denke ich, welche ich meine, mögen, werdet ihr den Band auch echt cool finden, weil man begibt sich halt einfach auf die Spurensuche nach einem Charakter und das ist ganz cool gemacht. Dann habe ich von Papertoons zur Verfügung gestellt bekommen den zweiten Band von Kirschblüten nach dem Winter von Bamboo. Und ich kann direkt sagen, auf Instagram könnt ihr den zweiten Band bei mir gewinnen, bei meiner Rezension. Also schaut da unbedingt vorbei. Und macht dann dort noch mit, um diese schöne Reihe zu bekommen. Ich mochte Band 2 richtig gerne. Band 1 hatte mich auch schon richtig überzeugt. Das war eine super sanfte, schöne Boys-Love-Liebesgeschichte. Also beziehungsweise jetzt hier ein Webtoon vollkommen in Farbe. Und Band 2 hat mich auch wirklich super überzeugt. Deswegen, ich habe hier auch direkt Band 3. Der kam jetzt bei mir an. Jetzt kann ich direkt weiterlesen. Also ist eigentlich perfektes Timing bei mir. Und ich muss wirklich sagen, es ist eine emotionale Geschichte, die wirklich auch Themen befasst wie Mobbing und Ausgrenzung und alles Mögliche, auch mit der Psyche von dem Menschen, weil unser Protagonist hat seine Eltern recht früh verloren. Dementsprechend wurde er eben adoptiert von der Familie von seinem besten Freund, das ist sein bester Freund, und die leben jetzt halt zusammen. Und der Protagonist, der jetzt eben dort aufgenommen wurde, denkt sich halt, dass er der Familie zur Last fällt. Ich meine, er bekommt Verpflegung, hat eine Unterkunft und alles Mögliche. Und ja, begibt sich dann natürlich auf diesen Gedankengang, falle ich denen jetzt zur Last oder ist es in Ordnung, dass ich hier bin? Gleichzeitig wird er dann auch noch in der Schule gemobbt, was super, super realistisch dargestellt wurde und ich jedes Mal dachte, oh mein Gott, der tut mir so leid, hilft ihm doch bitte, weil er sich nicht wehrt.
super emotional auch für mich, weil ich finde das Thema Mobbing einfach sehr, sehr, sehr schlimm. Und gleichzeitig haben wir dann halt noch seinen damaligen besten Freund, der jetzt halt mit ihm in einem Haus lebt. Und man kann sich denken, zwischen den beiden entwickelt sich mehr als Freundschaft. Es war auch sehr, sehr slow-paced, also es ist wirklich sehr, sehr langsam, aber es entwickelt sich was und das finde ich super schön, weil es geht hier einfach um die Gefühle und nicht ums eine. Es geht darum zu erfahren, wie sich die Gefühle entwickeln, wie sie sich aufbauen, wie sie zueinander finden, wie sie gemeinsam Hindernisse überwinden mit dem Mobbing, weil er ihm dann natürlich auch zu Hilfe schreitet. Super süß. Und ja, wir haben natürlich jetzt auch ja, berufliche Entwicklungen dabei. Es geht dann natürlich irgendwann weiter auf die Universität und was auch immer. Also wir haben hier auf jeden Fall weitere Ebenen und Aspekte, die mit einbezogen werden. Also wir haben jetzt nicht nur eine klassische Boys-Love-Geschichte, wo es einfach ums eine geht, sondern wir haben hier noch vieles mehr. Der Lesefluss war wundervoll. Ich finde die Panel-Aufteilung grandios. Ist ja bei Webtoons oft mal ein bisschen schwierig, aber Papertoons steckt da so viel Liebe rein. Dementsprechend kann ich euch hier diesen Band bzw. diese Reihe echt ans Herz legen. Dann habe ich zur Verfügung gestellt bekommen Villain to Kill, der erste Band von Papertoons von Fupin und Yoonji. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und das Cover sieht halt einfach super cool aus. Ich muss sagen, so vom Genre her war es jetzt Fantasy 15 plus. Es ist halt schon so in Richtung Superkräfte, Übernatürliches. Da bin ich ja oft mal so ein bisschen schwierig, weil ich bin ja überhaupt nicht so Marvel-DC-Fan und so. Und da tue ich mir dann immer so ein bisschen schwer, also mit Villain, weil Villains sind ja die Bösen. Und in diesem Webtoon geht es jetzt darum, wir haben einmal die Psyker, die sind die Guten, die die Bösen bekämpfen, also die Villains. Und die Psyker haben eben Superkräfte, um das eben auch zu tun und zu bewerkstelligen. Und unser Protagonist ist eben ein Psyker. Und es ist jetzt eben so, dass ihm unterstellt wird, dass er eben einen anderen Psyker getötet haben soll. Dementsprechend soll er bestraft werden, kommt dann dadurch um und findet aber in dem Moment zum richtigen Zeitpunkt ein magisches, mysteriöses Amulett, das ihn wieder erwachen lässt in einem anderen Körper von einem anderen Menschen, von einem Schüler. Und ja, der ganze Hook hier an der Sache ist jetzt eben, dass er in einem Körper wieder erwacht, der gerade auf dem Weg ist, ein Villain zu werden. Bedeutet, auf die böse Seite zu gehen. Und er ist ja ein Psyker. Bedeutet, wir haben jetzt hier den inneren Konflikt. Ja, was ist jetzt mit der Gerechtigkeit? Bin ich jetzt eigentlich ein Psyker? Kann ich jetzt überhaupt ein Villain sein, weil ich bin jetzt in einem anderen Körper? Oder ja, stehe ich zur Gerechtigkeit oder gehe ich dann doch in eine andere Richtung? Das ist ein bisschen dieses innere Konflikt, finde ich mega spannend und das macht für mich halt hier auch irgendwie so den Twist aus. Es war irgendwie was Erfrischendes, was mich gehuckt hat. Und ich bin wirklich überrascht, dass mir das so gut gefallen hat, weil normalerweise, wie gesagt, lese ich sowas ja eher weniger. Das ist natürlich auch alles komplett in Farbe. Lesefluss war super, actionreich. Die Zeichnungen sind sehr, sehr schön. Und vor allem mit den Farben, weil eben weil hier ein Fantasy-Genre ist mit Magie und Feuer, kommt das mit den ganzen Farben halt auch so gut rüber. Das ist so, so schön, dieses Farbspiel. Ich guck mal, ob ich euch noch irgendwo was Besseres zeigen kann. Hier zum Beispiel, das ist so cool. Das macht alles noch viel dynamischer und krasser und cooler und oh, es ist so hübsch. Es ist so hübsch gemacht einfach. Mir ist nur aufgefallen, an manchen Stellen irgendwie ist der Druck recht unscharf. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es halt normalerweise digital ist und dass der Druck dann halt nicht so perfekt möglich ist. Aber ansonsten hat mir der erste Band schon recht gut gefallen. Ich bin da sehr gespannt, wie es da weitergeht mit der Entwicklung, mit den Charakteren. Unseren Protagonisten finde ich recht spannend. Eben gerade, weil er diesen inneren Konflikt hat. Ja, mit den Gegnern muss ich noch schauen. Da weiß man jetzt noch nicht so wirklich viel. Aber an sich finde ich das auch, das Konzept mit diesen Psykern und den Villains echt spannend. Und ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr das so findet und ob ihr hier dieses Werk schon angefangen habt.